Westlich von Berlin befindet sich eine Gemeinde mit einem unlösbar scheinenden Geheimnis. Seit Jahrzehnten kommt es nachts im angrenzenden Wald immer wieder zu Sichtungen eines mysteriösen Lichts. Augenzeugen beschreiben die Lichterscheinung als mal weiße, rötliche oder bläuliche kalte Lichtkugel. Womit man es mit dem unheimlichen Leuchten im Brieselanger Wald zu tun hat, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Eine Geschichte, die man in diesem Zusammenhang sehr häufig hört, erzählt von dem schrecklichen Schicksal der 12-jährigen Elisabeth Wier. Das Mädchen lebte in Alt-Brieselang und ist 1945 sowjetischen Soldaten zum Opfer gefallen. Elisabeth sollte die Männer durch den Wald führen, doch die Soldaten vergingen sich an ihr und töteten das Mädchen brutal. Einer Legende nach soll ihr Geist sich als die berühmte Lichterscheinung manifestieren können, die so viele bereits im Brieselanger Wald gesehen haben. Es gibt viele Erklärungsversuche, was sich hinter dem Brieselanger Licht verbergen könnte. Aliens, ein aus einer psychiatrischen Anstalt entlaufener Mann, Fabelwesen, Hexenkulte, Experimente der Sowjets, um nur ein paar zu nennen. Aber es gibt auch rationalere Theorien, wie zum Beispiel die, dass es in dem havelländischen Waldstück zu der Bildung von Irrlichtern kommt. In diesem Video begebe ich mich auf die Suche nach Antworten und dokumentiere euch meine eigenen Erfahrungen, die ich nachts im Brieselanger Wald gemacht habe. Ich bin froh, dass ich in Begleitung war, denn das, was wir erlebt, beziehungsweise wie wir das Erlebte empfunden haben, würde mir sonst vermutlich kein Mensch glauben. Doch dazu kommen wir ein wenig später. Und damit begrüße ich euch zu meinem 1000 Abonnenten-Special. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Danke, danke, danke für euren großartigen Support und dass ihr euch die Zeit nehmt, meine Videos zu gucken. Für mich ist es alles andere als selbstverständlich und ich kann mich nur immer wieder bei euch bedanken. In diesem Video habe ich zwei spannende Dinge vor. Im ersten Teil unterhalte ich mich mit Herrn Günther Jansen, der ein Buch über das Brieselanger Licht geschrieben hat. Und im zweiten Teil unternehmen Catsplay und ich eine kleine Nachtwanderung durch den Brieselanger Wald. Aber bevor es gleich in den Brieselanger Wald geht, möchte ich euch kurz noch einmal etwas ausführlicher von den Theorien berichten, die man sich so über diesen Ort erzählt. Der Leuchter. Ich war bereits schon mal vor einigen Jahren nachts mit Freunden zusammen im Brieselanger Wald und wir haben uns damals, da wir aus unterschiedlichen Richtungen kamen, am Gasthaus am Bahnhof zusammengefunden. Ich erinnere mich noch vage, wie einer aus unserer Gruppe mit dem Wirt ins Gespräch kam, der uns dann fragte, ob wir auf der Suche nach dem Leuchter wären. Und ja, das waren wir. Ich hatte damals ziemlich großen Respekt davor, nachts in diesen dunklen Wald zu gehen, vor allem in Anbetracht der Geschichten, die man sich so darüber erzählt. Und das, obwohl wir damals zu fünft oder sogar zu sechst waren. Der Leuchter ist nur eine von vielen Erklärungsversuchen für diese mysteriöse Lichterscheinung. Durch den Brieselanger Wald führt ein Weg, der direkt die Ortsteile Brieselang und Alt-Brieselang verbindet. Früher war es durchaus möglich, dass es auf solchen Wegen sogenannte Wegleuchter gab, die Passanten nach Einbruch der Dunkelheit begleiteten, wenn diese dann noch durch den Wald gehen mussten. Es heißt, ein Wegleuchter sei auf dieser Strecke damals auf unerklärliche Weise verschwunden. Doch sein Pflichtbewusstsein reiche über den Tod hinaus und so soll sein Geist in manchen Nächten immer noch mit der Laterne über den Weg gehen. Irrlichter. Das plötzliche Verschwinden des Wegleuchters könnte, sofern sich das jemals überhaupt zugetragen hat, eine simple Ursache haben. Der Brieselanger Wald befindet sich nämlich auf einem ehemaligen Moorgebiet. In Herrn Jansens Buch habe ich erfahren, dass König Friedrich Wilhelm I. zwischen den Jahren 1718 und 1725 das Gelände mit 500 Kilometer langen Gräben und Kanälen entwässern lassen hat. Der Umstand, dass sich bei Brieselang vor der Trockenlegung ein solches Moorgebiet befunden hat, begünstigt die Theorie, dass es sich bei den mysteriösen Lichtern schlichtweg um Irrlichter handelt. Ein solches Irrlicht hätte potenziell auch für das Verschwinden des Wegleuchters sorgen können. Stellt euch vor, ein Mann, dessen Aufgabe es ist, Passanten mit seiner Laterne durch den Wald zu führen, erblickt im stockdunklen Wald urplötzlich ein Licht und versucht zu ergründen, wo das herkommt. Dabei wäre es zur damaligen Zeit höchstwahrscheinlich sehr leicht gewesen, dass er vom Weg abkommt und im Moor versinkt. Aber wie gesagt, ob in diesem Waldstück wirklich jemals ein Wegleuchter verschwunden ist, kann ich euch nicht mit Gewissheit sagen. Irrlichter sind letztendlich
Faulgase, die aus dem Boden aufsteigen und sich dann in Verbindung mit Sauerstoff kommend an der Luft spontan entzünden. Zumindest lautet so eine gängige Theorie über diese Lichterscheinungen. Wissenschaftlich belegt ist ihre Existenz in der Form noch nicht. Ich denke, eine Schwierigkeit hierbei ist das kurzzeitige Auftreten von Irrlichtern. Eine andere Theorie besagt, dass es sich bei diesen Lichtern auch um Seelen von Verstorbenen handeln könnte. Im Laufe der Jahre wurden einige Merkmale dieses Lichtphänomens zusammengetragen. Es handelt sich um geruchs- und rauchlos verbrennende Gase, deren Flammen je nach Zusammensetzung andere Farben haben können. Irrlichter brennen meist nur wenige Sekunden lang. Der tänzelnde Charakter, der ihnen nachgesagt wird, entsteht dadurch, dass sich oftmals mehrere Irrlichter hintereinander wegentzünden. Also an einer Stelle erlischt ein Licht und an einer anderen Stelle erscheint dann ein neues. Dieses Naturphänomen ist jedoch relativ selten, was wiederum in Kontrast zu der Häufigkeit von Sichtungen des Brieselanger Lichts steht. Ich bin auf der Internetseite, die der UFO-Forscher Herr T.A. Günther über das Brieselanger Licht angelegt hat, auf eine Umfrage gestoßen. Die Umfrage von Herrn Günther hat ergeben, dass die meisten Umfrageteilnehmer, die schon einmal im Brieselanger Wald unterwegs waren, auch ein Licht gesehen haben. Woran das liegen könnte, obwohl das Auftreten von Irrlichtern verhältnismäßig selten ist, erklärt uns Herr Jansen nachher im Interview. Vorbeifahrende Autos. Einige Skeptiker sind der Ansicht, das Brieselanger Licht lasse sich mit vorbeifahrenden Autos auf der Nauener Chaussee erklären. Jedoch ist diese Chaussee nicht vom kompletten Mittelweg, der auch als Leuchterweg bezeichnet wird, einsehbar. Auf diesem Weg häufen sich aber die Sichtungen. Auch die Art, wie das Licht manchmal beschrieben wird, passt nicht ganz zu dem Licht, was ein vorbeifahrendes Auto verursachen dürfte. Einige Leute wollen die Erfahrung gemacht haben, dass die Lichtkugel, die übrigens keinen Schein von sich gibt, sich direkt vor ihnen befand und dann kurz darauf hinter den Personen auftauchte, als sie auf das Licht zugehen wollten. Ich werde versuchen, nachher zu beobachten, wie genau sich das mit den Autos auf der Nauener Chaussee verhält. Der Geflohene aus der Nervenheilanstalt. Eine der berühmtesten Legenden in Bezug auf den Brieselanger Wald handelt von einem Mann, der aus einer nahegelegenen Nervenheilanstalt entflohen sein soll. Auf seiner Flucht habe sich der Mann im Brieselanger Wald versteckt. Um den Menschen Angst einzujagen, soll er sie mit einer Laterne anleuchten. Und es gibt durchaus auch gewaltvollere Varianten dieser Legende. Mir erschließt sich jedoch nicht ganz, wieso dann Jahrzehnte später immer noch von Sichtungen dieses Lichts die Rede ist. Und das ist letztendlich auch schon unser Stichwort für eine nächste spannende Theorie. Die Sowjets und geheimnisvolle Experimente. 1945 wurden nach Kriegsende sowjetische Soldaten in Brieselang stationiert. Auch heute kann man noch große Einkerbungen im Waldboden sehen, die von den sowjetischen Panzern verursacht worden sein sollen. Es heißt, das Brieselanger Licht wurde als eine Art Scherz der Sowjetsoldaten ins Leben gerufen, mit dem sie sich die Zeit vertrieben und die Anwohner erschrecken wollten. Doch warum ist dann noch heute ein Leuchten im Wald zu sehen? Das könnte eine andere, wesentlich gruseligere Theorie erklären, die ich persönlich recht geschwurbelt finde, aber euch auch nicht vorenthalten möchte. Gemäß dieser Theorie sollen unterhalb des Waldbodens geheime Experimente stattgefunden haben. Diese Experimente wurden laut der Legende von sowjetischen Wissenschaftlern durchgeführt und das Brieselanger Licht sei das Ergebnis von giftigen Gasen, die im Zuge dieser Experimente aus dem Waldboden auftraten. Tatsächlich soll sich laut Karte ein Bunker im Brieselanger Wald befinden, aber dass es zu diesen Experimenten kam, bezweifle ich stark. Und ich kann euch auch sagen, wieso. Diese ganze Theorie hat nämlich einen gewissen Stranger Things Charakter. In dieser Anlage von den Wissenschaftlern soll unter anderem auch ein Dimensionstor geöffnet worden sein, aus dem Chimären in unsere Welt kamen, die wohl auch schon im Wald gesichtet wurden. Ich weiß ja nicht. Dann vielleicht doch eher diese Theorie. Außerirdische. Natürlich gibt es in Bezug auf ein unerklärliches Lichtphänomen auch die Vermutung, dass Außerirdische im Spiel seien. Das Leuchten könne also auch von außerirdischer Technologie wie beispielsweise einer Drohne kommen. Ich könnte euch jetzt noch einige weitere Sagen und Legenden aufzählen, aber ich denke, die gängigsten habe ich euch soeben aufgeführt. Die Legende, die man in Bezug auf den Wald am häufigsten hört, ist die im Intro erwähnte Geschichte über Elisabeth Villa. Das 12-jährige Mädchen hat es wirklich gegeben und dieses tragische
historische Verbrechen fand auch wirklich statt. Es handelt sich also nicht nur um eine urbane Legende. Hierzu erzählt uns Günther Jansen nachher im Interview mehr. Schreibt ihr mir doch gerne jetzt in die Kommentare, was ihr am wahrscheinlichsten findet. Und was mich natürlich auch interessieren würde, ist, ob jemand von euch schon mal Erfahrungen mit dem Brieselanger Licht gemacht hat. Bevor ich euch jetzt nun aber in den wahrscheinlich etwas spannenderen Teil des Videos entlasse, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video schon mal einen Like geben könntet und meinen Kanal abonnieren würdet. Denn je mehr von euch abonnieren, desto eher kommt das nächste Abonnenten-Special. Kommen wir aber erstmal zu dem Interview. Herr Jansen ist seit einigen Jahren freier Autor und hat unter anderem auch ein Buch über das Brieselanger Licht geschrieben. Für die Recherche hat er sich viel mit der Ortsgeschichte auseinandergesetzt, sich mit den Anwohnern unterhalten und war natürlich auch selbst oft im Wald, um seine eigenen Erfahrungen zu sammeln. Das Buch von Herrn Jansen heißt Lieschens Wald und ich persönlich finde es sehr fesselnd, weshalb ich mir gedacht habe, dass ich gerne anlässlich dieses Abonnenten-Specials ein von Herrn Jansen signiertes Exemplar an euch verlosen würde. Um das Buch gewinnen zu können, schreibt mir einfach in die Kommentare, dass ihr Interesse daran hättet, am Gewinnspiel teilzunehmen und dann packe ich euren Namen automatisch in einen Lostopf. Den Gewinner gebe ich dann in 2 Wochen hier in meinem Community-Tab bekannt. Die genauen Bedingungen für das Gewinnspiel schreibe ich euch in die Videobeschreibung. Herr Jansen, dann bedanke ich mich nochmal auf diesem Wege, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Wenn Sie möchten, können Sie sich den Zuschauern gerne selbst noch einmal kurz vorstellen. Ja, Günter Jansen, mittlerweile 71 Jahre jung. Ich habe mal Deutschgeschichte Spanisch studiert. Habe dann überwiegend mein Berufsleben in Nürnberg Radio gemacht. Bin seit 2010 hier und lebe und arbeite jetzt als freier Autor. Ah, und wie kam das, dass Sie sich so intensiv mit der Legende vom Brieselanger Licht befasst haben? Durch Zufall. Ich hatte damals ein Interview mit einem Berliner Journalisten wegen eines anderen Buches und da hatte so nebenbei gefragt, ob mich das Brieselanger Licht, ob ich das schon von gehört habe, ob mich das auch interessiert. Da habe ich gesagt, ja, da hat mich aber nicht interessiert, weil ich bin ziemlich geerdet, ich habe mit solchen Sachen nichts am Hut. Und dann hat er aber hier so eine Broschüre, bringt er mal einmal im Jahr raus und da hat er groß auf dem Titelbild ehemaliger Radiopionier will das Brieselanger Licht enttarnen. Ja? Und dann ging es los, wenn ich mal rund im Dorf unterwegs war. Herr Jansen, wie ist denn, ist das Buch schon fertig? Wo kann man das Buch bekommen? Was kostet das Buch? Und so. Und ich meinte, ja, klar. Ja. Und dann wurde es aber irgendwann peinlich, weil ich gedacht habe, entweder 2 Möglichkeiten. Entweder du stellst dich jetzt in Zukunft immer hin und erklärst den Leuten einzeln lang und breit, dass du dieses Buch nicht schreibst, dass das eigentlich auf diese Journalisten da zurückzuführen ist. Oder du beschäftigst dich mal mit dem Thema. Und da habe ich mich dafür entschieden, mich damit zu beschäftigen. Dann sind eigentlich 2 Dinge passiert. Auf der einen Seite, wie gesagt, ich habe mit solchen Dingen normalerweise nichts am Hut. Aber was mich dann gewundert hat, dass ich wirklich aufrechte, überzeugte Leute kennengelernt habe, die von so Lichtereignissen berichtet haben, also glaubhaft berichtet haben. Und das Zweite, die Legende besagte immer, da hat es eine Frau gegeben oder ein Mädchen, das ist umgebracht worden, der Mörder ist nicht entdeckt worden und jetzt geistert diese Seele als Licht durch den Wald. Und dann habe ich sehr gestaunt, als ich bei meiner Recherchearbeit feststellte, es gab tatsächlich diesen Mord an einem 12-jährigen Mädchen im Juni 1945, dass die 12-jährige Elisabeth Wier von russischen Soldaten brutal vergewaltigt und ermordet worden. Und dann noch ein kleiner Nebeneffekt bei meinen Recherchen. Ich habe eigentlich mal festgestellt, wenn von Brieselanger Licht die Rede ist, dann eigentlich immer erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dieser Mord an der Elisabeth, wie gesagt, war im Juni 1945. Das passte alles irgendwie so über. Zumindest war so viel Substanz da, dass ich gesagt habe, okay, das scheint nicht nur eine Spinnerei zu sein, da kannst du dich mal mit beschäftigen. Und im Rahmen Ihrer Recherchen sind Sie ja dann noch auf ein weiteres Schicksal aus Brieselang und der Umgebung gestoßen, auf die Anna Tönsen. Würden Sie den Zuschauern vielleicht auch kurz von der Anna erzählen? Die Anna, sage ich mal ganz brutal, die hat mich besetzt. Bin ich heute fest von überzeugt, ich betone nochmal, ich habe normalerweise mit diesem Ding nichts am Hut, aber die Anna, die hat mich besetzt, die hat mich nicht wieder losgelassen, so lange, bis ich ihren Fall nochmal nachrecherchiert hatte. Ich habe dann auch die Prozessakten noch gefunden in Dahlem und so, habe die ganzen Zeugenaussagen nochmal durchgelesen und ich bin zu dem Schluss gekommen, also heutzutage wäre sie sowieso nicht hingerichtet worden, also sie ist damals als Kindesmörderin hingerichtet worden. Sie wäre höchstens wegen Totschlags dran gekommen, aber ich bin der Meinung, das Kind, dass sie tatsächlich in einen Brunnen geworfen hat, das war aber vorher schon tot. Die hatte so eine Sturzgeburt und das war so gewaltig, da ist das Kind voll auf den Boden geknallt.
Und dabei ist die Nabelschnur gerissen und ich bin der Meinung, das Kind ist wahrscheinlich einfach verblutet oder was, so, bevor es dann entsorgt wurde. Danach hat sie sich auch wieder in Ruhe gelassen, nachdem das geklärt war. Ah. Aber da habe ich eine Situation mal gehabt in der Kirche in Macau, da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, die sitzt leibhaftig neben mir. Das war so, da bin ich aufgestanden und aus der Kirche rausgegangen. War das während des Schreibprozesses? Oder? Ja, okay. Da während der Recherche. Also Sie waren ja sicherlich auch schon oft im Brieselanger Wald unterwegs. Im Rahmen Ihrer Recherche und sicherlich auch wegen Ihrem Hund und weil Sie hier in der Gegend leben. Wie oft waren Sie denn schon ungefähr hier? Können Sie das beziffern, so grob? Naja, locker über 300 Mal, ja. Wow. Und ist Ihnen dabei schon mal irgendwas Komisches passiert oder aufgefallen? Naja, natürlich, das kann man im Buch ja auch nachlesen. Ich sage mal, wenn ich gefragt werde, gibt es ein Licht, sage ich, es gibt nicht nur ein Licht, sondern es gibt viele Lichter. Die meisten davon kann man normal erklären oder könnte so sein, dass es so ist, also eine natürliche Erklärung. Und da gibt es aber daneben gibt es Lichtereignisse, die können Sie nicht zuordnen. Mhm. Und da habe ich hinten im Wald so eine Stelle, wenn ich dann zur Falkenhagener Straße rüberschaue, dann sieht man am Ende von der Straße so Lichtbögen, ein bisschen auch ins Gelbliche, mal von links nach rechts oder von rechts nach links. Das sind dann Autos, eindeutig erkennbar. Und dann habe ich ein paar Mal das Erlebnis gehabt, dass auf halber Strecke und links war so ein kaltes, weißes Licht. Das können Sie einfach den Autos nicht zuordnen. Und es kam auch kein Fahrrad oder sonst was, sondern das Licht war eine Zeit lang da und dann war es wieder weg. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass sich diese Sichtungen von dem Licht überwiegend in den Sommertagen, also an heißeren Sommertagen und so im Spätsommer-Herbstbereich häufen. Haben wir denn, wenn wir uns heute Abend auf die Suche machen würden, überhaupt eine Chance? Wie schätzen Sie das ein? Wie gesagt, ich war über 300 Mal im Wald und ich habe Lichter, die ich zu den nicht zuzuordnenden zählen würde, vielleicht 5, 6 gehabt. Okay, ja. Also das ist ein ziemlich seltenes Phänomen. Ja. Okay. Ja, es war früher häufiger, hinten auf so eine Stelle. Ich weiß von einem aus Brieseland, der wollte sich damals aber nicht zitieren lassen, wollte sich auch nicht offiziell von mir interviewen lassen. Mhm. Aber der kannte so eine Stelle und da hat er ziemlich regelmäßig Lichter gesehen. Und das war auch wieder so eine typische Stelle, da war so eine Lache, das kann man heute noch gut sehen. Und da wäre wahrscheinlich diese Erklärung dieser aufsteigenden Gase, die sich vielleicht entzünden. Ja, ja. Also wenn man was sehen wollte, dann sollte man sich in den Bereichen der Laken aufhalten? Oder? Was ich so als Hinweis damals auch von diesem jungen Mann bekommen habe, gut ist immer so November oder so und dann in der Dämmerung. Also nicht unbedingt in der Nacht, sondern okay. In der Dämmerung. Ja? Ich meine, bei Ihnen im Buch gelesen zu haben, dass man das Lichtphänomen eh nicht auf Kamera aufzeichnen kann, so wirklich. Also dieses hellweiße Licht. Also das haben schon viele versucht, aber es scheint nicht zu funktionieren. Mal schauen, ob wir nachher was sehen. Aber ich war persönlich erst einmal im Brieselanger Wald bei Nacht, vor 6, 7 Jahren mit einer Gruppe Freunden. Und wir haben damals tatsächlich gar nichts gesehen. Aber das kommt ja scheinbar dann häufiger vor, als dass man wirklich was sieht. Was uns aber damals aufgefallen ist, waren so kleine lumineszierende Käfer auf dem Boden. Was vielleicht auch ganz interessant ist. Ja. Das war ein schönes Ereignis, aber ich hatte trotzdem echt Angst wegen der ganzen Geschichten, die man sich so erzählt. Und das leitet eigentlich auch schon zu der Frage über, wir waren Teil des Problems der Geistertourismus in Brieselang. Wie schätzen Sie die Stimmung der Einwohner ein? Da, wo Sie parken, parken vor einem Haus und da wohnt ein Herr. Und dann kam ich eines Tages, hat er die Brille abgelegt, hat mich so angeschaut, hat gesagt, Herr Jansen, können Sie mir einen Gefallen tun? Und ich gesagt, ja was, können Sie bitte auch ein Buch schreiben, dass es kein Licht in Brieselanger Wald gibt? Habe ich gesagt, wieso? Hat er gerade am Wochenende, so nachts 11, 12, kommen junge Leute aus Berlin, ja? Ja. Die klingeln bei ihm, wissen Sie, wo das Licht ist? Da hat man auch nicht so richtig Lust drauf, ja? Ja, das verstehe ich. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so weit geht, dass die Anwohner dann sogar noch abends aus dem Bett geklingelt werden. Am Beginn vom Leuchterweg, da ist die Zufahrt praktisch so wie ein Sandhügel und ein Baumstamm blockiert. Mhm. Warum? Weil gerade in den 70er Jahren damals, als es den ersten Hype gab, da sind Massen von Touristen aus Berlin oder so rübergekommen oder auch aus ganz Deutschland und sind dann mit ihren Autos immer in den Wald reingebrettert. Oder? Ja. Das finde ich natürlich so gut. Ist es immer noch so? Naja. Also am Wochenende scheint es immer noch abzugehen. Das sieht man dann auch an der einen Kreuzung, die ich vorhin erzählt habe. Da sieht man dann nach dem Wochenende oft, dass da Müll liegt und so. Da sind also junge Leute und machen eine Party. Ja. Ich wäre jetzt tatsächlich schon bei meiner letzten Frage. Und zwar, welche Theorie über das Brieselanger Licht halten Sie persönlich am wahrscheinlichsten? Da habe ich mich auch im Laufe der Recherchearbeit verändert, von meiner Einstellung her. Wie gesagt, die Legende besagt ja, dieses Licht soll die Seele
von dem ermordeten Mädchen sein, herumgeistert. Und in dem Zusammenhang, was mich von meiner Recherchearbeit sehr nachhaltig berührt hat, ist, es gibt namhafte Kinder heutzutage, die gehen davon aus, wir gehen alle davon aus, als Christenmenschen auch, dass der Mensch eine Seele hat. Ja. Bezweifelt er kann. Nur was jetzt neu ist, was diese Physiker sagen, es ist nicht so eine imaginäre Seele, die da ist, sondern es ist eine substanzielle. Und weil sie Substanz hat, geht sie auch als Substanz aus dem Körper heraus. Und hier gibt es ja auch diese, auch gerade im christlichen Glauben, ist ja immer wieder diese Aussage, eine Seele bleibt über 40 Tage mindestens im Umfeld des Verstorbenen. Also da in Bezug auf Seele, was sie kann, wo sie bleibt, da bin ich heute etwas anders. Ich würde nicht von vornherein sagen, nee, da rede ich nicht drüber, sondern da würde ich mir schon Argumente anhören wollen. Ja? Ich bin sehr gespannt, was wir heute Abend für Erfahrungen machen werden und bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier auch in Brieselangen rumzuführen, in Wald. Ja, vielen Dank. Vor dem Interview hat Herr Jansen uns freundlicherweise noch ein bisschen durch den Wald geführt und uns das ein oder andere erklärt. Nach dem Interview haben Katz und ich noch ein paar Aufnahmen im Wald gemacht und da kam es dann auch schon zu den ersten Komplikationen. Wir schätzen, wir hatten eventuell einen ungebetenen Beobachter. Ey, Leute, wir haben hier gerade B-Roll eigentlich aufgenommen für das 1K-Special. Und wir haben jetzt aber ein Wildschwein gehört, deswegen würde ich sagen, Brudi, wir müssen ganz schnell los. Die Sache, die vielleicht ganz interessant ist, was mich zu der Vermutung führt, dass hier Wildschweine sein könnten. Hier hat eine umsichtige Person Kartoffeln hinterlegt. Ich gehe mal irgendwie davon aus, dass das dann auch einen Sinn hat, dass hier Kartoffeln liegen. Wir haben zwar kein Wildschwein gesehen, aber irgendwas hat in unserer Nähe gegrunzt, als wir an einem kleinen Birkenhain am Leuchterweg standen. Ich empfand diesen Birkenhain als relativ gut geeignet, um da mit der Drohne hochzusteigen und nochmal ein paar Aufnahmen von oberhalb der Baumwipfel zu machen. Aber als es dann grunzte, haben wir erstmal ganz schnell unsere Sachen zusammengepackt und sind aus dem Wald raus. Wir sind zum Auto gegangen und haben dann eine etwas längere Pause gemacht, also wir sind dann was essen gefahren. Und danach ging es dann natürlich noch einmal in den Wald, um nochmal ein paar Aufnahmen zu machen. Wir wollten uns auch noch den Bunker anschauen, den es im Brieselanger Wald ja gibt. So Leute, ein kleines Update. Catsplay und ich sind gerade eine halbe Ewigkeit durch den Wald gelaufen und sieht man hinter mir vielleicht nicht. Ich bin im Weg. Man kann es vermuten. Da ist ein Bunker. Den haben wir noch gesucht. Und um Wissen zu vermitteln, ich glaube hinter diesen kleinen Plastikhülsen verstecken sich Elsbeerenbäume. Wir sind jetzt tatsächlich am Bunker da hinten. Allerdings wird das jetzt hier keine krasse Lost Place Action. In diesem Bunker leben nämlich Fledermäuse und selbstverständlich werden wir die nicht stören. Ich glaube, man kommt auch gar nicht rein. Die Tür ist zu und das zu Recht, denn ich denke mal, wir haben auch keine Lust mit Fledermäusen zu kollidieren. Die könnten sicherlich etwas aggro werden und ja, Artenschutz, nicht wahr? Als wir dann soweit alles im Kasten hatten, sind wir zu einem relativ nahegelegenen Schnellrestaurant gefahren, um uns da nochmal zu erleichtern. Und meine Güte, war ich froh, dass wir nochmal auf dem Klo waren. Ab jetzt geht es nämlich downhill. Bei Gott, ich habe wirklich nicht mit dem gerechnet, was dann im Wald passieren wird. Ich bin zwar davon ausgegangen, dass es gruselig wird, weil wir bei Nacht in einem dunklen Wald sind, aber ich bin absolut nicht davon ausgegangen, dass wir auch nur irgendetwas sehen werden. Also ihr könnt mir das Folgende jetzt gerne glauben oder eben nicht. Und auf der Kamera kommt es ohnehin nicht so rüber wie in der Realität. Aber wir waren keine 5 Minuten im Wald und sind gerade auf den Leuchterweg eingebogen. Da ging es auch schon los. So, ihr seht an der Night Vision, wir sind jetzt im Dunkeln im Wald. Ich bin etwas angespannt, aber auch nur, weil es auch nach nächtlichem Wald klingt. Es ist unglaublich kalt geworden und ja, vor allem dunkel. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Hast du Angst?
Na, wir schauen mal, was wird. Also, noch sind wir optimistisch. Ich drehe mal die Kamera. Dann kann ich euch so ungefähr das Ambiente zeigen, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Ja, an dem Weg hier an der Kreuzung standen wir auch vorhin. Genau. Dann haben wir gestartet quasi. Im Hellen hatte das auch alles irgendwie noch einen freundlicheren Charakter. Aber gut, heute war auch ein unglaublich schöner Tag. Da hinten seht ihr Licht, aber es ist nicht das Brieselanger Licht. Es ist einfach Brieselang. Vielleicht nochmal zur geografischen Einordnung. Catsplay und ich befinden uns hier gerade auf dem Falkenhagener Luchweg. Der ist ziemlich gerade und führt eigentlich komplett durch den Wald. Und wenn man hier lang geht, dann kommt man zum berüchtigten Leuchterweg. Und das probieren wir jetzt mal aus. Im Hellen hat es funktioniert. Hier am Wegesrand hat uns der Herr Jansen vorhin gezeigt, ist wie so ein kleiner Teich, eine Lake nennt sich das. Und diese Laken begünstigen wohl auch die Bildung von Irrlichtern. Ja, und Irrlichter sind ja eine der Theorien, vielleicht auch eine der glaubwürdigeren Theorien, was hier im Brieselanger Wald am Leuchten ist. Ultra viel schafft die Kamera nicht. Ich glaube, ich habe noch ein paar SD-Karten im Rucksack. Die gut, ich wollte wollt ja auch noch was aufnehmen. Ja. Muss ja nur merken, auf welcher das war. Bald. Okay, Leute, ich bin mir dessen bewusst, dass mir das keine Sau glauben wird und ich höre auch quasi schon die Fake-Vorwürfe. Aber ich schneide hier gerade mein Video und bin bei der Night Vision Sequenz, wo Cats und ich durch den Wald gegangen sind. Was soll ich sagen? Ich habe hier gerade einen Sound auf meiner Audiospur mitbekommen, den ich nicht zuordnen kann. Ich zeige euch das mal kurz. Dieser Sound. Auf welcher das war? Bald. Hört ihr das? Natürlich hört ihr das. Das ist nicht zu überhören. Muss ja nur merken, auf welcher das war? Bald. Ich habe diesen Sound nicht eingefügt. Ihr seht hier diese Soundspur. Was ich allerdings gemacht habe, ist die Tonspur mit dem Adobe Podcast Enhancer etwas aufzuhübschen. Das hier ist die Audio von eben. Muss ja nur wecken, auf welcher das war. Bald. Habt ihr gehört? Im Wald. Ich mache jetzt den Enhancer aus. Also das ist die originale Audiospur, die ich euch jetzt gebe. Muss ja nur wecken, auf welcher das war. Und da hört man einfach ein fucking Flüstern. Das war weder Cats noch ich. Es ist einfach super creepy. Ich versuch's nochmal gleich lauter zu pegeln. Muss ja nur wecken, auf welcher das war. Ja, da sagt auf jeden Fall irgendwie eine ominöse Flüsterstimme auf unserer Audio bald. Die hat gerade was Klonk gemacht. Klonk ist an sich auch noch gar kein Problem. Grunz wird ein Problem, denn vorhin haben wir ein paar Drohnenshots machen wollen. Und Wildschweine gehört. Ja, potenziell. Also wir haben nichts gesehen, aber wir haben dann lieber unsere Sachen zusammengepackt. Oh, ist das der Lichterweg, wa? Ja. Nice. Auch wenn er auf dem Plan ist. Lichterweg steht, kenne ich ihn als Leuchterweg. Ach so. Aber ja. Schon unglaublich gruselig. Ich glaube, auf der Night Vision Cam kommt gar nicht rüber, wie gruselig das eigentlich ist, aber true. Es hat schon irgendwie Blair Witch Ambiente. Sieht man auch den Mond? Tatsache. Krass. Es ist immer noch unglaublich kalt. Da hinten hat gerade was geleuchtet, aber ich kann man ja so eingebildet haben. Let's go, dann hab ich ihn. Oh Gott, ey, dieses Ambiente. Da, ich hab's auch, da hat wirklich was geleuchtet. Es könnte auch die Straße sein. Krass, aber ich hab wirklich was gesehen. Ich hab wirklich was kurz leuchten sehen. Ja, halt auch mal. Ganz kurz. Ich genau. Weiß nicht, ob man. Halt mal kurz die Kamera hin, vielleicht fährt nochmal irgendwie, ob das ein Auto ist. Ich weiß. Ist das die Stelle, bei der Herr Jansen meinte, dass man hier auch die Autos sieht? Ich bin mir nicht sicher. Tendenziell gibt es hier eine Stelle, aber ich glaube, wir sind relativ weit von der Chaussee weg. Also hier geht's eher in den Wald hinein. Potenziell ein Fahrrad vielleicht dann. Ja, das kann natürlich immer sein. Aber es ist halt wirklich nur ganz kurz aufgeblinkt. Ja,
habe ich nichts gesehen. Vielleicht sind es auch einfach Sternschnuppen. Oh. Hast du es gerade gesehen? Ja. Wir gehen einfach gleich mal in die Richtung. Alter. Richtig creepy, ja. Ey, ich sehe es immer aufblitzen. Das war jetzt aber ein Auto oder ein Fahrrad. Das sind Autos. Oder? Nee. Alter. Das sind keine Autos. Scheiße. Das sind keine Autos. Das ist wie Silvesterfeuerwerk oder so. Zeig mal die Kamera raus. Aber halt nicht so richtig Feuerwerk. Nee, es ist wie Funken, die immer wieder aufsprühen. Und geht so, mal jetzt auf die Sache zu? Ich meine, ich sehe gar nichts, weil... Ich weiß es nicht. Ich sehe es jetzt auch nicht mehr aufblitzen. Nee. Ich muss sagen, doch da. Oh Gott. Also, man sieht es auf der Kamera nicht, oder? Man kann ich gar nicht sagen, aber ich glaube, es ist zu weit weg und da hinten ist es zu dunkel. Ich bin ganz ehrlich, ich schlotter ein bisschen in die Knie. Ich glaube gar nicht an sowas. Wirklich gar nicht. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass wir hier irgendwas sehen. Aber das finde ich gerade ein bisschen creepy, ja. Der Herr Jansen hatte auch gesagt, dass es nahezu, also dass es quasi nicht möglich ist, dieses Licht wirklich auf Kamera aufzunehmen. Ich glaube auch nicht, dass das mit dieser 80, 90 Euro Night Vision Cam. Geil, auch nicht. Es blitzt auch immer nur sehr, sehr kurz auf, muss man dazu sagen. Alter! Ich weiß nicht. Aber gefühlt kommen wir der Sache auch nicht näher, oder? Nee, irgendwie nicht. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wir vom Weg abkommen. Ah ja, ich krieg Gänsehaut. Aber wir sind doch auf dem Hauptweg, oder? Links. Da war schon wieder. Ja. Das ist wirklich wie, weiß ich nicht, wie so so kleine Funken, die hochfunken. Ja. Da. Ah, das war ein Auto. Das sah nach Auto aus, ja. Das sah nach Autos, aber das davor sah anders aus. Aber waren vielleicht auch Autos. Weil das so im Bogen über den Weg geht. Genau. Ich hoffe, ich nehme noch auf. Ja, es glaubt uns keiner, wenn man das auf der Kamera nicht sieht. Einige der Lichter, die wir gesehen haben, würde ich zu einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit vorbeifahrenden Autos zuordnen. Aber dann waren da andere Lichter, bei denen passt der Lichtverlauf irgendwie nicht ganz zu dem, was man sich unter einem vorbeifahrenden Auto vorstellen würde. Es heißt zwar, man kann das Brieselanger Licht nicht wirklich mit einer Kamera einfangen, aber ich zeige euch jetzt mal das, was Catsplay mit ihrem Handy aufgenommen hat. Schon wieder. Ich muss mir angewöhnen, das Licht in immer die gleiche Tasche zu stecken. So, ich muss sagen, die ganzen gruseligen Geschichten. Ich finde, auf dieser Aufnahme sieht man eigentlich ganz gut, was ich mit Verlauf des Lichts gemeint habe. Die Flugbahn, wenn man das so nennen möchte, hatte einen Bogen gemacht, was irgendwie nicht ganz zu der Bewegung eines Autos passt. Wenn ihr das anders seht, dann ist es absolut fein für mich. Ich selbst habe am Vormittag noch zu Herrn Jansen gesagt, dass ich mir relativ sicher bin, dass wir am Abend überhaupt nichts sehen werden und dass ich mit einer großen Skepsis an die Sache rangehe. Leute, es tut mir leid, ich muss mich nochmal aus dem Off melden. Ich bin hier gerade wieder an einer ganz spannenden Stelle und ich kann das alles nicht mehr. Ich sag euch, dieses Flüstern, was ich euch jetzt zeige, habe ich ebenfalls vor Ort nicht wahrgenommen. Ich zeig's euch einfach. Ich meine, ich kann einfach mein Handy mal kurz rausholen und probemäßig einfach steady halten. Okay, also auf meinem Handy ist auf jeden Fall einfach nur Black AF. Kann doch nicht sein, dass sie gerade in einem Minutentakt was geleuchtet hat. Und kaum hältst du die zweite Kamera rauf. Es hat links von uns was geraschelt. Ja, das habe ich auch gehört. Und schon wieder. Ich muss mir angewöhnen, das Licht in immer die gleiche Tasche zu stecken. Das habe ich auch gehört. Und schon wieder. Ich muss mir ich habe hier zwischen nur ein bisschen Leerlauf weggeschnitten, also das ist gar kein Problem, euch zu zeigen, was hier da vorkommt. Es hat links von uns was geraschelt. Ja, das habe ich auch gehört. Und schon wieder. Ich muss mir angewöhnen, das Licht
Ich weiß nicht, wer oder was da Hey gesagt hat, aber ich finde das so unglaublich spooky, dass Cat sagt, ja, da hat links von uns was geraschelt und ich so, ja, das habe ich ja auch gehört und im nächsten Moment kommt da ein Hey. Und jetzt könnte man sagen, hey Jay, du hast doch gesagt, du hast es mit dem Podcast Audio Enhancer bearbeitet, habe ich auch. Das ist die enhanced Version. Es hat links von uns was geraschelt. Ja, das habe ich auch gehört. Und schon wieder. Ich muss mir angewöhnen, das Licht. So, das war das Hey. Jetzt kommt die Original-Audio. Es hat links von uns was geraschelt. Ja, das habe ich auch gehört. Und schon wieder. Hey, ich muss mir angewöhnen, das. Und da klingt das Hey einfach ganz genauso. Also ich könnte jetzt nicht rekonstruieren, warum Cats oder ich Hey hätten sagen sollen in dem Moment. Also ich war definitiv auf der Suche nach meiner Taschenlampe, das sage ich ja dann auch, dass ich mir angewöhnen sollte, die immer in die gleiche Tasche zu packen. Ich habe keine Ahnung. Zurück zum Video. Aber ihr fragt euch bestimmt, was war denn jetzt der Punkt, der euch so aus der Fassung gebracht hat? Den Moment zeige ich euch jetzt. Wir hatten meine Aufnahme gerade vorerst beendet und wollten noch flott ein Video für Catsplay drehen, die gerne Geister-Apps testen wollte. Wir beide stehen diesen Apps ziemlich kritisch gegenüber, weil es technisch gesehen aus unserer Sicht absoluter Humbug ist. Aber wenn man sowas testet, dann doch an einem Ort, dem man einen Spuk nachsagt. Wie dem auch sei, diese App hat auf jeden Fall exakt ein Wort ausgespuckt und danach rein gar nichts mehr. Leute, wir sind hier in einem echten, naja, angeblich spukenden Wald. Und zwar ist hier die, ich glaube, die junge Elisabeth 19... Bitte? Licht. Dein Handy hat gerade Licht gesagt. Mein Handy hat Licht gesagt. Uff. Leute, wir sind hier in einem echten, naja, angeblich spukenden Wald. Und zwar ist hier die, ich glaube, die junge Elisabeth 19... Bitte? Licht. Dein Handy hat gerade Licht gesagt. Mein Handy hat Licht gesagt. Okay, kann bitte. Man das, sieht man das? Ist da... Was uns dann im Auto aufgefallen ist, ist, dass ziemlich genau nach dem Moment, den ich euch gerade eingeblendet habe, die Audioaufnahme aufhört, die wir separat mit Ansteckmikros aufgenommen hatten. Wald, und zwar ist hier die, ich glaube, die junge Elisabeth 19... Bitte? Licht. Dein Handy hat gerade Licht gesagt. Mein Handy hat Licht gesagt. Okay, kann bitte. Man das... Sieht man das? Ist da... Ich hatte in der einen Hand einen Camcorder und in der anderen Hand eine Taschenlampe und das Handy, über das die Aufnahme der Ansteckmikros lief, war in meiner rechten Hinterntasche. Ich hatte also eigentlich keinerlei Möglichkeit, um da aus Versehen dran zu kommen. Aber gut, Technik macht manchmal ihr Ding, da steckt man nicht drin. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht und das war auch nicht der Punkt, der uns so beunruhigt hat. Was uns jedoch beunruhigt hat, ist, dass die ganze Stimmung gefühlt ein wenig gekippt ist, nachdem die App Licht gesagt hat. Falls hier etwas ist, magst du nochmal mit uns sprechen. Du hast Licht gesagt, du kannst gerne nochmal sprechen. Tatsächlich spricht jetzt, nachdem das Ding Licht gesagt hat, nichts mehr mit mir. Ich glaube, ich nehme auch nicht mehr auf, toll. Können wir nochmal von vorne anfangen? Jo Leute, also wir sind jetzt an dem ersten Haunted Place, wo ich die Grusel-Apps ausprobieren möchte. Und zwar sind wir hier im Kieselanger Wald, wo tatsächlich in den 1940ern eine junge Frau gestorben sein soll, also brutal ermordet, um genau zu sein. Und die Sage hierum ist, dass sie immer noch als Brieselanger Licht zu sehen ist, sprich irgendwie Orbs, Lichtorbs, die hier rumfliegen sollen. Und ihr könnt mich jetzt für verrückt halten oder nicht, aber wir haben tatsächlich so ein Licht gesehen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, das einmal festzuhalten auf der Fahrt. Ich blende euch das an der Stelle auf jeden Fall ein. Hinter mir knistert das die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Als erstes würde ich hier einmal die Ghost-Tube-App testen. Hallo, ich komme in Frieden. Ich habe gehört, man stellt sich so nett vor. Mein Name ist Catsplay. Und wenn du da bist, dann gib mir auf jeden Fall ein Zeichen. Ah, aus. Das Ding sagt mir jetzt, ich soll bitte kaufen. Ich habe zu lange aufgenommen. Oh, das sieht man jetzt hier nicht. Egal. Ein Screenshot machen. Ich mache einen Screenshot davon. Ich würde gerne irgendwie währenddessen... Ach nee, mein Handy nimmt ja gerade auf. Ich würde gerade sagen,
Okay, ich nehme jetzt mal. Das klang schwerer. Okay. Das klang nicht nach Maus. Das klang nicht nach Maus. Ich würde eigentlich sagen, ich würde gerne mein Handy hier hinstellen und gerne Licht. Ich fange mit der nächsten an. Hörst du das? Nee. Feuer. Weg? Ja. Auf Hornschrott. Okay. Wir machen jetzt ab. Testen die Alter. Noch macht. Ich hoffe, das ist kein Wildschwein. Ich weiß nicht, wie man sich bei Wildschweinen verhält. Ich habe gelernt, laut in die Boah. Kann man ja die App im Auto testen? Ja. Ich wollte doch noch das EMF-Ding machen. Okay, wir zeichnen einfach den Dreh, aber ich brauche keine Schnittschuhe. Ich mache das dann länger. Da fühle ich mich sicher. Oh. Ja. Das ist dann mein Drucks, wenn man gut ist. Ist aber klar. Oh, was ist denn wahr? Ein super Licht, Alter. Nee. Oh mein Gott, lass gehen. Ich verfolge das, Alter. Das kannst du dein Video reinschneiden, Digga. Ich glaube nicht, dass das Licht uns verfolgt, aber es war gerade, als wäre da richtig was aufgeblitzt. Oh mein Gott. Oh, Alter, da war schon wieder ein Licht. Das wirkt jetzt wahrscheinlich so, als würden wir das faken für extra Drama. Alter, Digga, ich wollte das Video wirklich aufnehmen. Und ich wollte, dass es so witzig wird. Aha, guck mal. Ich bin im gruseligen Wald ein Geistesstüchler hier. Das Einzige, was diese Kack-App gesagt hat, ist Licht. Da hört man so schwere Schritte hinter sich. Das ist gar nicht geil. Nee, das klang halt wirklich, als käme da jemand aus dem Wald auf uns zu. Ich mach mal das Licht hier auf. Dann sind wir, glaube ich, nicht mehr so gut zu verfolgen. Ich meine, wir sind saulaut, aber... Lecco mio! Ich bin ein bisschen überfordert mit meinem Leben. Ich meine, letztendlich, ja, es ist ein Wald. Weswegen wir jetzt hier so fluchtartig unterwegs sind, ist halt wirklich, wir haben vorhin an genau dieser Stelle was grunzen hören. Ja. Und bei aller Liebe. Ich fühle mich gerade so übelst verfolgt. Ich habe mir jetzt über eine Woche Zeit gelassen, um das Erlebte sacken zu lassen und mir zu überlegen, wie ich das Ganze einordne. Im Schnitt kam ja dann nochmal der ein oder andere Kracher zutage, mit dem ich absolut nicht gerechnet habe. Aber ganz ehrlich, ich habe mit gar nichts gerechnet. Ich dachte, das wird ein relativ trockenes, aber informatives Video und das Highlight wird dann das Interview mit Herrn Jansen sein. Ja, und natürlich das Gewinnspiel. Letztendlich kam es dann aber etwas anders als gedacht und jetzt sitze ich hier und versuche mir das Erlebte irgendwie selbst zu erklären. Man könnte natürlich eine psychologische Erklärung für die Sichtungen des Brieselanger Lichts suchen. Priming wäre ein Begriff, der mir da spontan einfiele. Die Legende vom Wald suggeriert, dass es dort ein Licht gibt und deswegen sieht man letztendlich auch ein Licht. Einfach, weil man mehr darauf achtet als in anderen Wäldern. Aber das ist eher eine zu untersuchende These, die davon ausgeht, dass man lediglich ein Licht im Brieselanger Wald sieht, weil man davon ausgeht, ein Licht sehen zu werden. Es wird also jedes noch so kleine Leuchten als das ominöse Brieselanger Licht gewertet. Um diese These zu bestätigen, müsste man jetzt aber auch ein paar Vergleichswerte sammeln. Also man müsste nachts auch andere Wälder untersuchen, um dort zu gucken, ob dort auch ein Leuchten zu sehen ist. Denn eine Frage ist natürlich, wie oft ist man überhaupt nachts in einem Wald unterwegs? Wahrscheinlich können da jetzt Jäger was zu sagen oder aber Nachtschwärmer. Vielleicht gibt es ja noch weitere Wälder, die ein ähnliches Phänomen aufweisen, von denen man aber einfach nicht so viel weiß, weil die Legende nicht so publik ist wie die vom Brieselanger Licht. Wenn ihr einen vergleichbaren Wald kennt, dann lasst mich das bitte wissen. Wenn man der skeptischsten Theorie über das Brieselanger Licht glauben mag, dann ist das immer nur sehr kurz auftretende Licht im Brieselanger Wald hundertprozentig auf Autos zurückzuführen. Wenn dem so wäre, bräuchte man ja theoretisch nur ein vergleichbares Waldstück, an dem eine Landstraße vorbeiführt und das Phänomen wäre reproduzierbar. Ich persönlich schätze aber, so einfach wird das nicht sein. Nicht ohne Grund zählt das Leuchten im Brieselanger Wald als ein ungeklärtes Phänomen. Erinnern wir uns an Herrn Jansens Wort. Er geht davon aus, dass es nicht das eine Brieselanger Licht gibt, sondern dass hier einfach einige Lichtphänomene aufeinandertreffen. Die Nauener Chaussee, Radfahrer im Wald,
andere Personen mit Taschenlampen und vielleicht auch Irrlichter. Nach unserem Abend im Wald würde ich inzwischen sogar nicht einmal die Geistertheorie ausschließen. Das hat sich im Laufe der Arbeiten an diesem Video so ergeben und meine Skepsis wurde ganz schön angeknackst. Katz und ich haben an diesem Abend zumindest zwei verschiedenartige Lichter wahrgenommen. Eine Lichtbewegung würden wir zu 100% vorbeifahrenden Autos zuordnen und die andere nicht. Dieses zweite Licht hatte eher eine fallende Bewegung, vergleichbar mit einer Sternschnuppe. Führt die Nauner Chaussee genau am Ausgang vom Leuchterweg über einen Hügel? Das fände ich interessant und untersuchenswert. Eine Auffälligkeit, die für das Autoscheinwerferlicht spräche, wäre zumindest nach unseren Beobachtungen, dass das Licht, wenn es im Flug die Farbe wechselt, sich auf die typischen Scheinwerferfarben Weiß, Gelb und Rot beschränkte. Und dann wären da noch die anderen Phänomene. Die Flüsterstimmen, die wir vor Ort nicht gehört haben und Cat's Place Geister-App, die lediglich ein Wort ausgespuckt hat, das zufällig Licht lautete. Nicht zuletzt die Audio der Ansteckmikros, die genau danach abgebrochen ist. Was ich davon halten soll, weiß ich nicht. Waren das nur seltsame Zufälle? Ich kann euch an dieser Stelle nur noch einmal ganz deutlich sagen, wir haben nichts damit zu tun. Ich habe nicht einmal alle Flüsterstellen mit ins Video gepackt, damit ihr mich nicht für komplett Kuckuck haltet. Aus dem Wald gejagt haben uns letztendlich schwere Schritte, die hörbar auf uns zukamen. Ich persönlich empfand es so, als wäre es jemand auf zwei Beinen gewesen, aber es war dunkel und niemand war zu sehen. Eine mögliche Erklärung wäre also ein Wildschwein. Was auch immer es war, werden wir wohl nie erfahren. Vielleicht wollte uns auch nur ein Einwohner Angst einjagen, der keine Lust auf mehr Publicity hat. Ich könnte es verstehen. Wenn ihr einen Ort wie den Brieselanger Wald besuchen wollt, dann ist das meiner Meinung nach eigentlich gar kein Problem. Wichtig ist nur, dass man den Ort genauso hinterlässt, wie man ihn vorgefunden hat, seinen ganzen Müll mitnimmt, nichts kaputt macht und vor allem, dass man nicht die Anwohner belästigt. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und mit diesen Worten möchte ich das Video auch beenden. Wenn ihr Fragen haben solltet, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich werde auf alles eingehen, was sachlich und konstruktiv formuliert ist. Und damit wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, Abend oder was auch immer. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlich für den Support. Und vergesst nicht das Gewinnspiel, es gibt ein Buch zu gewinnen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Adieu.